Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute habe ich Assetto Corsa auf dem Nürburgring und ihr seht hier, ich habe mir etwas zusammengebastelt. Mein Lenkrad hier, wunderbar. Ups, ich muss noch kurz hier, so. Okay, ihr seht, mein Lenkrad habe ich hier zusammengebastelt und ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält. Und ja, was wollte ich sagen? Eigentlich nicht viel. Der Wagen Alfa Romeo GTA will ich einfach mal testen. Hier auf der Strecke bin ich noch nicht gefahren. Also ich bin schon den Wagen gefahren, aber nicht auf dieser Strecke. Und die Strecke kenne ich auch nicht sonderlich gut. Also erwartet nicht zu viel. Ich versuche ein bisschen quer zu fahren, ein bisschen zu driften, ein bisschen Spaß zu haben und hier nicht die perfekten Rundenzeiten zu fahren. Ja, unten rechts seht ihr die Gasanzeige natürlich und den Gang, Kupplung, Bremse und das Force Feedback. Und links oben in der Ecke den Namen der Strecke und unten noch die Streckenkarte. Okay, ich würde sagen, legen wir den ersten Gang ein und gucken mal hier. Ich finde den Wagen eigentlich relativ geil. Und jetzt mal gucken, wie der sich auf dieser Strecke hier schlägt. Ja, ich denke, den könnten wir gut quer bekommen. Finde ich geil. Lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, ich kenne die Strecke leider noch nicht so gut. Aber ich bin fleißig am Üben. Bin sie noch nicht so oft gefahren. Also, ja. Ich hoffe, wir kommen komplett unfallfrei hier durch. Force Feedback natürlich auf 100%. Wir wollen ja einigermaßen ein realistisches Fahrverhalten hier. Und von daher passt das schon, wenn es hier ein bisschen strenger ist zu lenken. So, hier wäre eigentlich der Start der Strecke, wenn wir ein Rennen fahren würden. Aber das machen wir ja nicht. Wir fahren hier die Touristenstrecke, die ich übrigens im echten Leben noch nie gefahren bin. Aber das muss ich unbedingt mal nachholen. Aber zuerst will ich hier die Strecke noch ein bisschen kennenlernen, dass ich da meinen Wagen nicht in der ersten Kurve gegen die Wand setze. Wäre ein bisschen scheiße, ne? Okay, gucken wir mal hier. Hoppala. Ich habe den Wagen irgendwie driftfreudiger in Erinnerung. Aber das muss ja noch nichts heißen hier. Sind ja erst am Anfang. Ja, der will schon ein bisschen quer kommen. Der will schon ein bisschen quer kommen. Ich denke mal, wenn wir dann eine schnellere Kurve haben, können wir dann mehr ein bisschen quer kommen. Danke übrigens für den Tipp beim letzten Video. Für nee, das war nicht beim letzten Video. Das hat mir ein Kollege gesagt, dass ich die Strecke auf staubig stellen soll. Habe ich jetzt natürlich vergessen. Ich weiß nicht, ob der Unterschied so krass ist. Und ja, die Reifen könnte man noch. Noch umstellen. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir hier drauf haben. Arenberg-Kurve hier, ein bisschen in Drift. Leider nur ein bisschen. Aber, oh. Ja, ich denke mal, ich muss umstellen. Ich muss mal die Strecke echt auf. Ja, es geht doch ein bisschen. Okay, ich denke, ich müsste mal noch ein paar Sachen umstellen, um hier die perfekte Runde zu fahren. Aber was soll's, wir ziehen es jetzt hier durch und hoppen die Scheiße trotzdem. Hui!
Der Wagen ist schon geil, für das ein Oldshit. Für das er so ein Oldtimer ist hier. Macht er schon verdammt nochmal Bock. Liegt natürlich auch daran, dass er Heckantrieb hat. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich liebe Fahrzeuge mit Heckantrieb. Die kann man so schön um die Kurven hier tänzeln lassen. Wenn man es dann kann. Aber ich denke, oh shit. Ich müsste noch irgendwie mir eine Handbremse installieren. Ja, die ist irgendwo auf dem Knopf und ja, ich habe keine Ahnung wo. Und driften ohne Handbremse geht ja eigentlich gut, aber wenn der Wagen hier nicht wirklich rutschen will oder man ein bisschen schneller in die Kurve fahren will, dann ja. Ist es manchmal ein bisschen schwierig ohne Handbremse. Ein bisschen quer geht schon. Aber ich muss unbedingt das nächste Mal umstellen. Macht schon Spaß. Der Wagen ist schon geil. Muss ich echt mal sagen. Wäre echt geil, mal sowas in echt über den Nordschleife zu jagen. Ein bisschen quer zu kommen. Und ich probiere hier die ganze Zeit, das ein bisschen zu provozieren. Aber irgendwie will der nicht so recht rutschen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie klebt der zu fest auf dem Boden. Ne? Ja. Hier durch das Kesselchen. Oh shit, da kommen wir zu weit raus. Oh shit. Oh. Ja, macht nichts, nur ein bisschen den Kühler verbogen. Kein Problem. Das ist eigentlich die einzige Kurve, die mir, oder eine der wenigen Kurven, die mir eigentlich bisher immer gelungen ist. Aber jetzt natürlich, der Vorführeffekt, ne? Upp. Yeah. Yeah, das geht doch schon ganz gut. Ich habe eine scheiß Freude an dem Spiel und dem Lenkrad, wisst ihr das? Das Karussell hier, oh, ein bisschen schnell, ein bisschen schnell. Yeah. Ja, es macht einfach Spaß hier in diesem Spiel. Scheiß auf Zeiten, scheiß auf ersten Platz. Einfach hier ein bisschen quer, ein bisschen driften. Das ist doch geil. Guckt euch übrigens mein Drift-Tutorial an. Da erkläre ich euch, wie ihr Driften ganz einfach lernen könnt. Und das hilft euch natürlich auch dann bei einem Rennen, wenn der Wagen mal quer kommt oder ihr ein bisschen zu schnell in die Kurve fährt. Ein bisschen aufs Gras kommt, der Wagen beginnt zu rutschen. Ja, hilft es eigentlich. Kann man es besser kontrollieren und hat ein bisschen mehr Gefühl für den Wagen. Also guckt euch das Video an. Ich verlinke es euch irgendwo am Rand oder unten in der Beschreibung. Checkt es ab und werdet die Drift Pros. Es braucht eigentlich nicht viel, ein bisschen quer zu fahren. Nur ein bisschen Übung und die richtige Strategie. Und man muss ein bisschen wissen, was man tut. Und dann ist es eigentlich nur noch Übungssache. Und für jeden absolut machbar. Oh, sehr schön. So. Schreibt mir übrigens in die Kommentare, wie ihr meine Cam findet. Findet ihr das gut so? Oder habt ihr sonst noch eine Idee, was ich noch verbessern könnte? Oder von den Anzeigen her oder irgendwas? Schreibt es in die Kommentare.
Oder auch, wenn ihr irgendwie eine Strecke euch wünscht oder ein Fahrzeug, das ich mal durchdriften oder durchheizen soll. Kein Problem. Ich werde das Spiel suchen bis... Oh oh. Shit. Komm schon. Wie gesagt, ich werde das Spiel... oh shit. Ich werde das Spiel suchen die nächste Zeit. Und von daher... Bin ich irgendwie ein bisschen vorsichtig. Ich weiß auch nicht. Bin ein bisschen langsam unterwegs hier. Auch nicht wirklich quer. Was mit dem Quer liegt, glaube ich, wirklich an dem Boden. So, wir sind wieder auf der Döttinger Höhe. Richtung Ziel unterwegs. Sechsten Gang gibt es hier nicht, aber ist ja auch ein Oldtimer, ne? Wir müssen ja sowieso da vorne gleich rein. Und der Wagen ist noch nicht Vollgas, glaube ich. Ne, noch lange nicht. So. Und wieder hier rein. So, und zurück auf den Parkplatz. Sagen, wir drehen hier noch kurz. So. Und dann können wir wieder hier parkieren. So. War eine gemütliche Runde. Boom. Okay, Leute, das war's für dieses Video. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt was in die Kommentare, gebt mir einen Daumen, drückt auf Abonnieren und guckt euch das Trift-Video an, dann könnt ihr was lernen. Wenn es euch interessiert, ansonsten lasst es bleiben. Ich bin Jay und ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, daher bis zum nächsten Mal und ciao!